Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikvideo von DJ Atomic. Heute geht es um aktive und passive PA-Lautsprechersysteme. Ich möchte etwas erzählen zu der Entstehung, zu den Vor- und den Nachteilen der jeweiligen Systeme, sowie zu meinen eigenen Erfahrungen und Vorlieben, die ich so habe und welche Sachen ich so verwende. Also dranbleiben. Ja, wie sind die aktiven Systeme entstanden? Also ich meine, früher waren diese passiven Systeme, die waren ultra schwer. Beim Verstärker, da war der Trafo schwer und bei den Boxen die Magneten. Und jetzt mittlerweile ist das nicht mehr ganz so. Durch digitale Endstufen und durch Neodym-Magneten gibt es wirklich leichte Komponenten. Und die haben natürlich den Nachteil, dass die ultra teuer sind. Die kann man natürlich, auch wenn man ein bisschen älter ist, kann man die leicht tragen, weil die Endstufen nicht mehr so viel wiegen und die Boxen dann auch nicht mehr. Aber wie gesagt, die sind sehr teuer. Bei den aktiven Systemen ist es so, dass da der Verstärker in der Box ist und bei der passiven kommt halt das verstärkte Signal aus dem Verstärker und geht dann in die passive Box. Nachteil bei diesen, wenn man so will, bei diesen aktiven Systemen ist es so, dass man für jede einzelne Box ein einzelnes Netzteil braucht. Aber ich meine, wenn man aufbaut Strom, hat man ja eigentlich überall. Und somit sollte eigentlich die Stromversorgung nicht das Problem darstellen. Die Komponenten, die sind tragbar und es gibt auch noch gute Komponenten, die super Kompromiss darstellen, so Säulensysteme. Da ist der Bass unten, der ist ein bisschen schwerer und die Säulen, die oben drauf kommen, die sind dann ein bisschen leichter und insgesamt kann man es also handeln. Jetzt sprechen wir mal über Ausfälle. Wenn jetzt zum Beispiel bei den passiven Systemen der Verstärker ausfällt, dann sind die Boxen zwar immer noch heile, aber man hat in dem Moment hat man keine Musik und man muss erst den Verstärker tauschen oder wenn man mit zwei Endstufen arbeitet, dann die jeweilige Endstufe. Und das ist schon ein ziemlicher Akt, dann diesen Verstärker oder die Endstufen zu wechseln. Bei der Box ist es so, führt einen jetzt eine Box aus, die führt einen mit Verstärker aus, stellt man eine neue aktive Box hin oder macht eine neue aktive Box drauf und alles spielt wieder. Wenn man am Mischpult so einen Balanceregler hat, dann hat man sogar die Möglichkeit, dass eine Seite weiterspielt und sogar die Musik noch nicht mal ausfällt. Ich persönlich finde es einfacher, auch von der Verkabelung her. Das Signal wird ganz einfach durchgeschleift und somit hat man dann vom Anschluss her hat man einfache Steckverbindungen und man hat einfach keine Probleme damit. Bei den aktiven Systemen ist es halt so, dass ich halt für jede einzelne Komponente, die einen eigenen Verstärker hat, brauche ich einen eigenen Stromanschluss. Wenn das jetzt ein Nachteil sein soll, dann ist das halt so. Aber ich meine, Strom ist überall vorhanden und mit Mehrfachsteckern oder Steckdosen zu arbeiten, ist ja auch kein Problem. Der Vollständigkeit halber möchte ich nochmal so kombinierte Systeme erwähnen. Das heißt, zum Beispiel bei der DEV G3 Serie zum Beispiel ist das Verstärkermodul ist im Subwoofer und der macht dann praktisch das verstärkte Signal und davon gehen dann eben zwei passive Kabel ab für die jeweiligen Topteile. Das System habe ich auch selber schon mal in Verwendung gehabt, ist ein Riesensystem, kommt richtig was raus. Nachteil ist da, dieses System speziell, das ist ultra schwer. Der Subwoofer, der wiegt glaube ich irgendwas 45, 50 Kilo rum und die Topteile sind nicht ganz so schwer, die sind eher leicht, aber wie gesagt, ist schon was zu schleppen. Ja, komme ich jetzt zu meinem Fazit. Also hier möchte ich ausdrücklich betonen, gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt Befürworter sowohl für die eine Geschichte als auch für die andere Geschichte. Ich selber bin halt ein Fan von aktiven Systemen, weil ich es für mich persönlich anwenderfreundlicher finde. Es ist einfacher für mich zu verkabeln und übersichtlicher und ja, sonst bin ich ein Fan von LS Systems und von Electro Voice.
weil ich finde, dass die beiden Firmen ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis abliefern und danach muss man halt schauen. Auch da gibt es kein richtig und kein falsch, aber wie gesagt, hier bekommt man sehr viel Leistung und sehr viel Klang für sein Geld und deswegen bin ich halt ein Fan davon. In der Regel mache ich die meisten meiner Partys mit dem Maui 28G2 System von LS Systems. Das ist ein Säulensystem und das liefert unwahrscheinlich guten Klang bei exzellentem Aussehen. Und wenn ich dann ein bisschen mehr Kraft und Power brauche, dann setze ich auf Subwoofer und Top-Teil-Kombination von Electro Voice aus der ETX-Serie, also aus der höchsten Serie. Und da hat man dann auch richtig Bums für Sachen, wenn man richtig große Feiern hat, wo man Kraft braucht, entweder innen für große Veranstaltungen oder draußen, wo der Schall sich doch dann ein bisschen verflüchtigt. Da muss man dann halt auch mit ein bisschen mehr Leistung an die Sache rangehen. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch, macht auch gerne ein Abo und ich würde mich freuen, wenn ich euch demnächst wieder sehen würde auf meinem Kanal von DJ Atomic. Bis bald!